Ein italienisches Brüderpaar will den Spitzenreiter stoppen. Zumindest aus Sicht der Gastgeber der Spielvereinigung Haidhausen wäre das die perfekte Story zur Begegnung am 12. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern. Zu Gast ist der Spitzenreiter aus Reichersheim. Die Gäste seit 8 Spielen ungeschlagen und heute natürlich gewollt, in diesem Spiel diese Serie nicht abreißen zu lassen. Trotzdem, der erste der beiden Brüder war gewollt, heute offensiv für Aktionen zu sorgen. Stefan De Prato bleibt allerdings in seinen ersten beiden Aktionen des Tages jeweils in der Hintermannschaft der Gäste hängen. Allerdings spielte die Spielvereinigung von vornherein mutig nach vorne. Dann auch der andere der Brüder, Thomas De Prato, mit dem Abschluss aus der Distanz, setzt den Ball knapp links vorbei, bleibt wie sein Bruder bis dato glücklos im Torabschluss. Von den Gästen, vom Favorit kam lange nichts. Sie brauchten ein bisschen, um sich zu akklimatisieren. Dann sinnbildlich eine Standardsituation. Nach einer guten halben Stunde, Michael Vital scheiterte allerdings in der Mauer und auch seine Rufe nach einem Handelfmeter wurden nicht erhört. Das war es dann auch schon in einer ereignisarmen ersten Hälfte. Wir springen rein in die zweiten 45 Minuten und die sollten spannender werden. Corbinian Klein, super Tor nach 48 Minuten zur schmeichelhaften Führung für die Gäste. Und wieder ist einer der beiden Brüder mit drin verwickelt. Thomas De Prato bekommt die Kopfballabwehr nicht richtig hin und dann ist es Klein aus dem Rückraum, der auf 1:0 stellt. Wer dachte, das Ding kippt jetzt in eine Richtung, der hatte sich allerdings geschnitten. Balleroberung von Stefan De Prato und der wird in Szene gesetzt und lässt sich in Szene setzen und macht das 1:1 für Haidhausen. Eine Koproduktion der beiden Brüder, die natürlich eingeleitet wird durch den katastrophalen Fehlpass von Andreas Hunschel. Dann ist es Stefan, der den Ball erobert, Thomas, der ihn in Szene setzt und wieder Stefan, der ihn dann vorbei am Keeper ins Tor schleust. 1:1, wer setzte den Lucky Punch in diesem Spiel? 78. Minute, wieder eine Standardsituation, eigentlich geklärt. Der Ball wird nochmal scharf gemacht und in der Mitte dann Matthias Rauscher zum 2:1 für den Favoriten. Wieder bekommt die Spielvereinigung eine Standardsituation nicht richtig geklärt. Die Flanke von Matthias Neumeier ist dann natürlich auch punktgenau. Und Rauscher steigt in der Mitte höher und setzt ihn dann rechts unten rein. Und es sollte noch bitterer kommen für die Spielvereinigung. Im Folgenden dann 2 Minuten später der Elfmeterpfiff, der in Ordnung geht. Und dann ist das Chefsache. Matthias Vital 10 Minuten vor dem Ende setzt den Deckel drauf. Und der SV Reichersheim steuert den 6. Sieg in den letzten 6 Partien an. Zum Schluss dann nochmal eine ruppige Szene, ein Abschluss, der eigentlich nicht sein muss. Es gibt den Platzverweis für Leo Omale, er kommt viel zu spät. Und somit ist für ihn das Spiel 4 Minuten früher beendet. Die anderen 21 Akteure durften dann kurz danach Schluss machen. Reichersheim gewinnt und bleibt weiterhin Tabellenführer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.